Und damit herzlich willkommen zu der Analyse von Gruppe C mit den Battles Karl Ma gegen Ginny und mit Change gegen Vio und Raptor oder Raptor, keine Ahnung. Wir fangen heute erstmal ohne Dabo leider an, da Dabo seinen Computer geschrottet hat und deswegen nicht mehr aufnehmen kann gerade, was natürlich sehr schade ist. Ich fange heute mit dem Battle Karl Ma gegen Ginny an. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein mit den Videopunkten. Ich habe Karl Ma für sein Video 1,5 Punkte gegeben. Ich fand die Idee mit den Cheeseburgern ganz cool. Ich fand insgesamt das Video ganz cool. Es könnten mehr Effekte sein, die Videoqualität könnte besser sein, aber für eine Vorrunde bzw. für die Gruppenphase reicht das komplett aus. Deswegen 1,5 von 3 Punkten. Ginny hingegen habe ich nur 1 Punkt gegeben, weil es gab zwar Schnitte und so weiter, aber es wirkte halt eher. Es gab halt keine Performance und das Video war halt eher so ein bisschen hingeschissen. Zumindest wirkte es so. Auch wenn die Videoqualität etwas besser war, aber halt trotzdem nur 1 von 3 Punkten. Kommen wir direkt mal zu den Punches. Auf Kalmars Seite haben wir da wirklich ziemlich viele, beziehungsweise habe ich ziemlich viele mehr rausgesucht, die ich gut fand. Einmal haben wir die Line, welche auch direkt mein persönliches Highlight ist mit "Du rappst halt leider ca. 15 Mac-Menüs am Takt vorbei". Ja, die Line fand ich ziemlich gut, ich musste dabei auch einige Male schmunzeln, wenn ich sie gehört habe. Wenn mir nichts zur Cancer wäre das fast schon nice, aber du rappst halt leider ca. 15 Mac-Menüs am Takt vorbei. Auch fand ich die Line mit, dass er dreimal an sich selbst rubbelt, um sich wünscht, sympathisch zu sein, weil er ja ein Genie ist, sehr gut. Ey, guck mal, Genie, ey, damit ist es nichts mit einer Lampe gemeint. Nein. Ey, du rappst in dir selbst und wünschst dir dreimal sympathisch. Und auch fand ich die Lines gut mit, wenn da, wo die Frist auf 2 Jahre setzt, stirbt er halt wegen Fettleibigkeit. Das wäre nur richtig fundiert, aber mach die Frist auf 2 Jahre, ich gewinn, weil du stirbst. Dann fand ich die Line von Mars mit Schwabbel, Schwabbel Heinz noch ganz gut, beziehungsweise die andere davon. Ich habe leider keine Lyrics von Mars, da kann ich aber nicht wirklich für, ja. Haben wir einfach nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob wir einen haben, aber Dabo hat mir halt keine gegeben. Frag mich echt, warum du Ginny, Ginny heißt, nenn dich doch Schwabbel, Schwabbel Heinz, nenn dich doch Schwabbel, Schwabbel Heinz. Ich frag mich echt, warum du Ginny, Ginny heißt, nenn dich doch toxisch, fettes Schwein, nenn dich doch toxisch, fettes Schwein. Auch, habe ich die Line mit "Machst du Workout zu Hause, dann machst du mehr Pausen für Snacks als Wiederholung" sehr, sehr lustig. Du machst dein Workout daheim, aber bist du doof, Junge? Du machst mehr Pausen für Snacks als Wiederholungen und... Und auch die mit Big Shangs fand ich sehr, sehr gut. Friss halt weiter Scheiße, obwohl es dich krank macht. Du bist und bleibst ein fettes Meme. Ein fettes Meme? Big Shangs. Ja. Und die, dass er seine Klappe lieber zum Fressen verwenden sollte, als in den Kommentaren, fand ich auch gut. Wie kommen es dir, du schreibst dir die Sprechen schon Bände, wäre besser für dich, wenn du die große Klappe ab jetzt halt nur mal zum Fressen verwendest. Und damit komme ich insgesamt bei Karl Ma auf eine Punchline-Dichte von über 70% und 7 Punkten. Bei Ginny hingegen sieht es etwas mau aus, er hat ein paar Lines, die man er hat ein paar Lines mit Gegnerbezug, die auch insgesamt vom Ansatz her nicht schlecht sind, aber einfach in meinen Augen nicht zu Ende gebracht sind. Zum einmal, und mit der Tinte schreibe ich die Texte, und du gleitest über ein Beat, weil du glitschig bist, wegen Karl Ma halt, wegen den Kraken-Ding. Mit der Tinte schreibe ich die Texte hier, du gleitest über Beats, weil du glitschig bist. Du siehst mich vom Aquarium aus, wie ich fick, du stehst auf Kakao, du widerliche Bitch, keine Ahnung, ich finde die Line halt nicht wirklich gut zu Ende gebracht, aber... Du siehst mich vom Aquarium aus, wie ich fick, denn du stehst auf Kakao, du widerliche Bitch. Die Idee war nicht ganz schlecht und wer wohnt in Ananas ganz tief im Meer war auch vom Ananas. Wer wohnt neben der Ananas ganz tief im Meer, es ist keimer, fällt das Siegen ziemlich schwer. Ansatz sehr gut, aber Ginny bringt seine Lines leider nicht wirklich gut zum Ende, deswegen gebe ich Ginny bei Punches 2 von 10 Punkten. Kommen wir zur Technik. Karl Mars Technik ist in vielen Punkten gut, sie ist nicht sehr gut, aber sie ist gut, man kann sie halt so machen, mit Sprechen schon Bände, Fressen verwendest. Weil solche Reime sind halt die meiste Zeit im Text vorhanden, deswegen gebe ich ihm die Hälfte der Punkte, 2,5 von 5. Es gibt ein paar schlechtere Reime, es gibt ein paar bessere, aber generell ist halt die Technik auf einem soliden Niveau und deswegen die Hälfte der Punkte. Das Problem hingegen bei Ginny ist halt leider, dass seine Technik halt Ginny-mäßig ist. Im Vergleich zu sonst hat er aber ein paar gute, also solide, also es sind halt Reime, die man so verwenden kann. Es gibt aber auch Totalausfälle leider bei Ginny, deswegen komme ich insgesamt auf 1,5 von 5 Punkten bei Technik für Ginny.
Beim Flow hingegen kriegt Karl Mar wieder 2,5 Punkte von 5. Der Flow ist nicht komplett bad, aber halt auch nichts richtig, richtig krasses. Er ist halt komplett solide und deswegen 2,5 Punkte, genau die Hälfte eben. Ja, bei Ginny ist es so, Ginny trifft halt manchmal überhaupt nicht den Takt. An manchen Stellen kommt er in die Nähe und deswegen kriegt er von mir 1,5 von 5 Blaupunkten in Rücksprache mit Daro. Bei den Extrapunkten habe ich meine beiden Extrapunkte an Karl Mar gegeben, da ich Karl Mar von den Battles aus Gruppe C einfach am stärksten fand. Damit kommt Karl Mar auf ein Gesamtergebnis von 15,5 Punkten und Ginny auf ein Gesamtergebnis von 6 Punkten. Kommen wir nun zu Vio und Vapedor gegen Change. Bei den Videopunkten haben leider beide jeweils nur ein Stammbild bzw. ein Visualizer eingereicht, für die es eben keine Punkte gibt. Deswegen 0 von 3 jeweils. Da ich aber Change's Visualizer wirklich, wirklich cool fand, kriegt er von mir einen Extrapunkt. Ich kann ihm dafür halt keinen Videopunkt geben, deswegen kriegt er von mir meinen Extrapunkt. Jetzt kommen wir zu den Punches. Bei Vio und Rapedor haben wir nicht wirklich viele gute Punchlines. Wir haben zum Beispiel die Geschlechtsumwandlungsline, halt wegen dem Namen Change und Umwandlung. Zieh doch mal dein Ding durch und mach eine Geschlechtsumwandlung. Change it zum Mann, das wird deine beste Behandlung. Dann haben wir die Line über die Stimme ganz am Anfang mit der errollende Bayer kommt und slappt dich weg. Deine Stimme hört sich so an, als wärst du ganz schön fett. Die Line ist an sich halt nicht wirklich gut, aber ich finde die Idee dahinter gar nicht mal so schlecht. Der errollende Bayer kommt und slappt dich weg und deine Stimme hört sich an, als wärst du ganz schön fett. Wirst du aus dem Fall ich mal die Line mit, wirst du ausgeraubt, dann fängst du an zu rappen und dann kassierst du trotzdem Schellen. Fand ich irgendwie auch richtig lustig, also das. Die Idee dahinter fand ich ganz cool. Wirst du ausgeraubt, ja, dann fängst du an zu rappen und kassierst dann trotzdem Schellen. Bei Change habe ich ein bisschen mehr gute Lines gefunden. Einmal haben wir das dann halt mit der Flaschenline. Generell finde ich Flaschenlines gegen BO zwar nicht so innovativ, aber ist jetzt halt als Einstieg nicht schlecht. Es bringt halt erstmal schon mal ein bisschen Angriffsfläche rein. Doch ich bekomme den Tinnitus bei euren billigen Autotunes auf Fickdore, möchte gern harter, dein ist ne Flasche, damit meine ich nicht mal nur seinen Namen. Dann zweite Line hatte ich mir noch die Uhrzeitmeteorit aufgeschrieben gegenüber Raptor halt, dass er halt der Meteorit ist, der die Dinosaurier auslöscht, fand ich auch ganz cool. Bleibe für euch, weißt du was für diese Uhrzeitmeteorit, nach diesem Battle seid ihr beide ne Ewigkeit depressiv, was ne Ironie, zuerst reden sie übers Freilos erhalten und nun müssen sie selber als ein Zer halten. Auch fand ich die Line mit er schiebt jetzt den Dreier seines Lebens als Idee ganz cool, aber halt nicht wirklich als Panden und Männlichkeit sucht bei beiden Bitches auf vergebens, bedeutet dann wohl, ich schiebe gerade den Dreier meines Lebens an. Und mit den Darky-Kommentaren, ja, ist halt ein ganz lustiger Front. Sorry Darky, aber das ist schon ein Front. Auch wenn du es nicht zustimmst. Sir, Junge, wieso flirtest du mit Darky in den Kommentaren? Hier kann es sein, ihr beide wolltest da etwas offenbar. Ziemlich makaber, euer scheiß Talent ist nur eine Fata Morgana, fand ich auch ganz cool als Line. Was jeder produziert ist Witzlosigkeit, ich bekomme einen Anfall, wenn ich sehe, was ihr Fotzen da schreibt. Flopper, Fopp und Tammer Fahrrad, ziemlich makaber, euer scheiß Talent ist auch nur eine Fata Morgana. Insgesamt komme ich bei Change auf 5 von 10 Punkten bei Punches. Ich persönlich hätte wahrscheinlich einen Punkt weniger gegeben, aber ich habe halt Rücksprache mit Dabo gehalten und Dabo meinte, wir wollen 5 Punkte geben. Eigentlich hätte ich ja mit Dabo aufgenommen, deswegen habe ich halt die Rücksprache mit ihm gehalten. Kommen wir zum Flow. Flow habe ich bei Vio und Rapedor 2,5 von 5, eben genau die Hälfte. Der Flow ist an manchen Stellen ein bisschen holprig, aber es hält sich alles noch im Rahmen, deswegen 2,5 Punkte. Bei Change ist der Flow ein bisschen besser. Das Ding ist, bei Change zieht manchmal die Reime über die Zeile hinaus, was ich an sich ein cooles Stilmittel finde. Aber manchmal tut es dem Zuhören nicht so gut, trotzdem kommt er bei mir noch auf 3 von 5 Flow-Punkten, weil ich ihn insgesamt vom Flow etwas solider sehe. Kommen wir zur Technik. Technik kriegen Vio und Rapedor 1,5 von 5 Punkten, einfach weil da drin ein paar Totalausfälle waren. Ich soll unbedingt von Dabo die Line Fixed auf Wixed erwähnen, weil Dabo die echt scheiße fand, den Reim. Sollte ich erwähnen. Ja, habe ich jetzt getan. Ja, bei Change hingegen gibt es ein paar gute Reime. Die
Einen davon hatte ich oben auch schon bei meinen Punches erwähnt, mit Bitches auch vergeben, 3 meines Lebens. Ist ein ganz guter Heim insgesamt, aber nichts herausragendes, deswegen 2,5 von 5 Punkten. Den extra Punkt habe ich ja wie gesagt an Change vergeben für den Visualizer. Damit kommen Vio und Raptor auf insgesamt 7 Punkte und Change auf insgesamt 11,5 Punkte. Ja, ich hoffe, Dabo kriegt die Tage sein PC-Problem gefixt, damit auch möglichst schnell Gruppe D für euch online kommen kann. Zur Not muss ich die eben auch nochmal alleine machen. Danach sollte es aber ganz normal erstmal weitergehen, dadurch, dass die nächsten Analysen dann Karas und Morkal machen und nicht mehr Dabo, der leider scheinbar ständig irgendwelche Probleme hat, wie mit seinem Mikrofon und seinem Computer. Ich hoffe, ihr verzeiht uns da die ganzen Wartezeiten jetzt in letzter Zeit und könnt darüber hinwegsehen. Jetzt geht's alles erstmal wie gewohnt weiter. Macht euch keine Sorgen.